Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Anglerschmiede YouTube-Kanal. Ich bin mal wieder mit André unterwegs und wir haben heute ein großes Ziel, großes schönes Stichwort, eventuell einen großen Hecht vor die Kamera zu kriegen. Wir sind in einem großen Gewässer in der Heimat unterwegs, packen jetzt noch das Boot ins Wasser und dann geht's los. Und wir wünschen euch viel Spaß in dieser Folge. Big Fish! Ja, das Boot ist im Wasser. Wir warten jetzt noch auf André, der kurz den Trailer wegschafft und dann geht's endlich los. Wir haben jetzt um 7, man hört die Glocken der Kirche im Hintergrund läuten und wir sind auf jeden Fall voll motiviert. Ein bisschen dämpft die Motivation, dass wir zwei, drei Leute kennen, die jetzt die Tage hier immer auf dem Wasser waren und hatten ja wenig bis gar keinen Fischkontakt, immer mal einen kleinen, aber wir müssen es probieren. Die waren alle auch später drauf als wir. Um 7 ist eine gute Zeit, um zu starten. Von daher warten wir jetzt noch kurz auf André und dann geht's endlich los. Ja, Leute, der erste Fisch ist an Bord. Und mal wieder auf den Spinnerbait, Philipps Lieblingsköder im Flachwasser. Ja. Ja, der erste Fisch im Boot. Noch kein Riese, aber der Anfang ist gemacht. Der hat noch nicht das Maß, von daher darf der kleine Bursche noch ein bisschen wachsen. Ja, der Köder, der mir gerade den Erfolg gebracht hat, war mal wieder der Spinnerbait in einer wirklich XXL-Version. Der hat jetzt hier 65 Gramm. Zwei große Blades, mit denen er wirklich Druck unter Wasser macht und einem kleinen Twisterschwanz, der nochmal für einen extra Reiz sorgt. Die Köder nutze ich wirklich sehr, sehr gerne, ganzjährig, egal ob im Winter oder im Sommer, aber gerade im Sommer und jetzt zur Saisonstart sind die der absolute Bringer. Ansonsten haben wir uns noch eine kleine Köderselektion hingelegt, ein paar ja, Gummifische im Bereich 14 bis 16 cm, ein bisschen, ein paar Glidebaits, sowas werden wir heute fischen. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Spinnerbait. Den fische ich jetzt eine ganze Weile und dann, ja, wenn sich mal ein, zwei Stunden nichts tut, dann werde ich auf jeden Fall mal wechseln. Aber wir haben jetzt noch gar nicht so lange geangelt. Der erste Fisch kam und von daher bleibt mein Vertrauen im Köder, beziehungsweise wurde mal wieder gestärkt. Und jetzt geht's weiter. Ja, hier sieht man es jetzt ganz schön. Das ist genau das, was wir suchen und brauchen, und zwar Kraut mit Futterfisch. Die Futterfische hatten wir gerade schon auf dem Echolot gesehen und dazu noch ein Kombi mit Kraut. Nicht allzu tiefes Wasser, das ist genau die Zone, die wir jetzt aktuell bevorzugen. Wir haben jetzt so Mitte Mai, Mitte, Ende Mai und probieren genau an solchen Stellen jetzt zu angeln. Also schöne, krautige Stellen, mittlere Tiefe, so um die 4 Meter, abfallende Kanten, das sind so die Stellen, die wir jetzt bevorzugen. Wir haben jetzt geankert auf ungefähr 3 Meter Wassertiefe, können immer auch nochmal den tieferen Bereich mit nutzen, können aber auch das flachere beangeln und so arbeiten wir uns jetzt an der Uferkante Stück für Stück vor. Grundsätzlich hat das Gewässer sehr, sehr tiefe Stellen zum Teil, an denen man einfach im Freiwasser angeln könnte, wenn überhaupt. Und wir suchen uns jetzt gezielt diese Uferkanten, die etwas flacher sind und das hat ja auch gerade schon den ersten Hecht gebracht. Und jetzt probieren wir es weiter. Einen zweiten Kontakt hatten wir noch nicht, aber wir versetzen uns jetzt immer 50 Meterweise, fächern dann einmal ab und so arbeiten wir uns die Kante jetzt hier vor. Auf meinen Gummifisch kam leider nichts und deswegen habe ich jetzt nochmal gewechselt. Wir sind jetzt hier in der Bucht, in der das Wasser etwas drüber ist. Und deswegen wechsle ich jetzt auf den Köder, der Seitenlinienorgan der Hechte ansprechen soll. Das ist ein Chatterbait mit einem kleinen Pintail hinten dran. Einfach um ein bisschen mehr Aktion im Wasser zu haben. Bisschen mehr Radau zu machen und die Hechte mal aufzuwecken. Vielleicht wollen sie das. Vielleicht will es auch die große Mama. So, damit unser Bootskapitän auch gut gelaunt ist, hat uns Christopher noch was zu essen mitgebracht, beziehungsweise nicht uns, sondern André. Zwei Salamibrötchen mit drei Scheiben Salami. Wie immer. Ohne Mampf? Kein Kampf. Snooken, vielen Dank für die Lieferung. Kein
sauber. Wir haben sie gerade noch Rauben sehen, so gut. Philipp sagt gerade zu mir, ey, der Raubenbarsche, werfen wir hin mit dem kleinen Chatterbait. Und hingeworfen und da ist er. Schöner Barsch. André keschert gerade noch den Barsch ab, ich habe einen Zander drauf. Was ist hier los? Keschern den mit. Oder mach. Schöner Zander, der darf sofort zurück, denn er hat schon Zeit und André hat einen schönen Barsch in der Hand. Der darf auch noch mal schwimmen. Guckt euch das an, wunderschön. Mach's gut, mein Kleiner. Und ab damit. Wuhu! Was eine krasse Action, ey. Saugeil. Dribbel ist voll. Wir haben einen Hecht, ja. Wir haben Zander, wir haben Barsch. Und jetzt noch ein Meterfisch. Dann wäre alles geil. Aber es war auch gerade wieder total verrückt, denn André hat gesagt, ey, da hinten hat ein Fisch geraubt. Wir haben beide in die Richtung geworfen. André hat gerade einen Köder gewechselt. Und ja. Dann habe ich gesehen, beim zweiten Mal rauben, dass es Barsche waren. André macht einen Chatterbait drauf. Boom, beim zweiten Wurf oder ja. Was war das? Direkt den Fisch gefangen. Deswegen einfach das Gewässer beobachten, flexibel bleiben. Wir wollten eigentlich gezielt auf Hecht angeln, haben dann gesehen, okay, die kleineren Fische, also die Barsche, haben geraubt, umgestellt, Fisch. Super. Also, immer auch mal eine kleinen Köder dabei haben. Ja. Macht manchmal Sinn. Ja. Kommt weiter. Ja, angeln, wo du gepennt hast. Fisch! Ja, verrückt. Eigentlich hatten wir es auf die Barsche abgesehen jetzt, aber der nächste Zander hat Schonzeit, deswegen im Wasser direkt abhaken und zurück. Wir fischen hier wirklich auf einer Wassertiefe von 2,5-3 Metern. Philipp mit seinem Twitchbait den nächsten Zander. Das ist manchmal irre. Da ist der kleine Racker, noch sehr dunkel gefärbt, bestimmt vom Nest. Deswegen geht er jetzt auch zurück. Kameramann! So. Ach so. Gibst du mir wieder die Zange, Bruder? Gib mir die silberne hin. Sehr gut. Ich bin für die Zange und den Kescher zuständig. Herr Philipp fängt die Fische. Aber so hat jeder seine Aufgabe am Boot. Hm? Leute, was ein geiler Fisch und ihr seht, der ist pechschwarz. André, haune gleich zurück. Ja, sofort zurück. Das war es tatsächlich auch für uns hier mit dem Angeln, denn die Burschen stehen hier auf jeden Fall noch. Oh, der wollte auch zurück. Überm Nest, der will zurück zu seinem Nest. Geiler Fisch, ich freue mich trotzdem, aber für uns ist das Angeln jetzt hier beendet. Ja, das denke ich auch, macht Sinn auf jeden Fall. Ne? Die sind zu viele Zander hier, das ist ja, und gerade bei der Größe hat man auch gesehen, die stehen definitiv noch über dem Nest, von daher packen wir unsere Sachen und genau. Fahren an eine andere Stelle, zu den probieren Hechten. Mal ein anderes. Ja, auf geht's. Und wieder auf den Twitchbait. Das ist schon raus. Ja, irgendwie sind wir gerade so ein bisschen im Mittagstief angekommen. Der Klassiker eines jeden Raubfischangeltags. Und wir probieren weiter unser Glück. Haben jetzt tatsächlich etwas tiefere Zonen aufgesucht und gucken mal, was hier so passiert. Aber seit dem Barsch, den ich noch hatte, ist jetzt erstmal Ruhe gewesen. Und sowohl André als auch ich haben die Vermutung, dass es jetzt erstmal ein Stück so bleibt. Können wir nur abwarten, weiter probieren. Und selbst wenn es so wäre, können wir uns nicht beschweren, denn der Angeltag war bisher sehr, sehr gut. Wir haben irgendwie 10 Fische gefangen, André, so ja. Ist die Dreh. Das ist hier an dem Gewässer nicht selbstverständlich und generell einfach für einen Angeltag nicht selbstverständlich. Von daher werden wir uns in keinster Weise beschweren und jetzt einfach noch ein bisschen weiter angeln. Wetter ist auch gut, Stimmung ist gut. Und so lassen wir jetzt den Samstag erstmal ausklingen. Der nächste kleine Bursche, direkt nach dem Mittag,
Darf natürlich auch zurück, denn der ist viel zu klein gewesen. Ja, mit dem Twitchbait konnten wir sie jetzt nochmal aktivieren und arbeiten uns jetzt weiter hier so eine Uferkante lang. Eine wirklich sehr, sehr tiefe Uferkante. Und wir sind trotzdem ein bisschen verwundert, warum die Hechte nicht so richtig aktiv sind. Denn die Hechte, die wir hatten bisher, die waren halt alle, ja, so wie der gerade. Wirklich sehr, sehr klein, bis auf den ersten, gleich am Anfang. Aber ja, wir wissen selber nicht so richtig, warum die Hechte nicht so aktiv sind. Aber das bleibt das Rätsel des Angelns. Deswegen angeln wir jetzt weiter. Vielleicht kommt ja doch noch ein besserer. Christopher? Stimmt. Unser Kumpel Christopher, Snooken genannt, hat uns gerade angerufen. Er hat im Freiwasser 1,12 Meter. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Petri Heil. Und Köder ist ab. So. Gewechselt auf den Saltwobbler, ein Klassiker. Anderes Bewegungsmuster, vierter, fünfter Wurf. Schöner Hecht eingestiegen. Zumindest jetzt in der Mittagszeit, denke ich, können wir mit so einem Fisch sehr zufrieden sein. Wahrscheinlich der letzte wunderschön gestreifte Fisch des Tages. Wie viel hat man jetzt? 13 oder 14 Fische heute? Ich glaube tatsächlich ja, 13 oder 14. Ja, wow. Also es war ein absolut erfolgreicher Angeltag. Und wir brechen jetzt auch schon am zeitigen Nachmittag ab, weil wir beide heute noch Verpflichtungen haben und können uns über den Tag echt nicht beschweren. Also es war alles gut. Rundum gelungen, wüsste nicht, was hätte besser laufen können. Hat alles funktioniert, ja. Die Barsche bekommen, ja. Die Hechte hätten ein bisschen größer sein können, gut. Das stimmt, aber bei der Anzahl an Fischen wollen wir nicht ja, über alles super gelaufen. Jammern, ja, auf jeden Fall. Köder des Tages war absolut der Twitchbait, der hat uns die meisten Fische gebracht. Spinnerbait war einer, auf dem Zalt hattest du noch einen. Chatterbait hat gefangen. Auf dem Chatterbait ja. Noch einen. Also eigentlich lief alles sehr gut, aber der Twitchbait ist doch ein bisschen herausgestochen. Und ja, war rundum ein cooler Angeltag. Super. Wir machen jetzt noch den allerletzten Wurf und dann packen wir das Boot aber wirklich ein und düsen los. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Video mal wieder gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und macht natürlich die Glocke an, dass ihr das nächste Video nicht verpasst. André und ich sagen danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, wird auf jeden Fall beantwortet. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ciao.